Es ist eine alte Regel im Fußball. Performst du bei einer WM, stehen die Topclubs Schlange. Vor allem, wenn du ein Stürmer bist, der Tore geschossen hat. So wie Marcus Rashford. Wer alles an dem Engländer dran ist und was das Besondere an ihm ist, das klären wir jetzt. Kandidat Nummer 1, der FC Bayern. Das berichtet der englische Telegraph. Warte, Bayern und ein englischer Stürmer? War da nicht was? Richtig, Bayern will eigentlich Harry Kane, aber Tottenham will 80 bis 100 Millionen Euro. Und das, obwohl der Engländer nächste Saison in sein letztes Vertragsjahr geht. Zu viel für die Bayern. Außerdem soll der 29-Jährige einen Transfer innerhalb der Premier League bevorzugen. Brazzo und Co. brauchen also eine Alternative. Und hier kommt Rashford ins Spiel. Der United-Stürmer zeigte seinen Torriecher bei der WM, netzte dreimal in 5 Spielen für die Three Lions. Und auch bei den Red Devils weiß er, wo das Tor steht. Seine Bilanz? 322 Spiele, 101 Tore. Was ihn außerdem auszeichnet? Rashford beeindruckt auch abseits des Platzes mit sozialem Engagement. So setzte er sich während des Corona-Lockdowns im März 2020 dafür ein, dass bedürftige Kinder weiterhin kostenlose Schulmahlzeiten erhielten. Right now, millions of people are relying on food banks to feed their families. That's why we're all doing our best to support the food charity Fair Share. Please click below to donate. Die Initiative sammelte insgesamt über 23 Millionen Euro und konnte so 4 Millionen Mahlzeiten für Kinder bereitstellen. Rashford bekam für seinen Einsatz die Ehrendoktorwürde der Uni Manchester und wurde sogar zum Ritter geschlagen. Die Bayern bekämen also einen charakterlich einwandfreien Profi mit großer Vorbildfunktion, der zudem mit seinen 25 Jahren nochmal 4 Jahre jünger wäre als Harry Kane. Ein weiterer fetter Pluspunkt gegenüber seinem Landsmann? Rashford wäre im Sommer ablösefrei, wenn er sich gegen eine Vertragsverlängerung in Manchester entscheidet. Wobei man auch sagen muss, wenn United sich gegen eine Vertragsverlängerung entscheidet. Denn hier kommen wir zum ersten Knackpunkt. Die Red Devils haben die einseitige Option, den Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern. Und Trainer Erik ten Hag hat jüngst auf einer Pressekonferenz durchblicken lassen, dass man vorhat, diese Klausel zu ziehen. Damit wäre Rashford in derselben Vertragssituation wie Kane und vermutlich uninteressant für die Bayern. Ein weiteres Problem? Sein Gehalt. Selbst wenn er im kommenden Sommer ablösefrei wechseln kann, Rashford wird kein Schnäppchen. Denn kein geringerer Verein als PSG hat ebenfalls ein Auge auf ihn geworfen. Präsident Nasser Al-Khelaifi bestätigte das zuletzt offiziell bei Sky. Und der mächtige Clubboss will Rashfords Jahresgehalt von ca. 12 Millionen Euro vervierfachen. Ja, ihr habt richtig gehört. Laut dem Mirror bietet der Scheichklub Rashford eine Summe von 50 Millionen Euro pro Jahr. Spätestens jetzt wären die Bayern mal sowas von raus. Ganz abgesehen davon, dass Rashford gar nicht der klassische Neuner ist, sondern auch gerne mal mit Tempo über die Außen kommt. Ein Typ wie Lewandowski ist er also nicht. Wir halten daher fest, Leistung, Alter und Charakter passen. Die starke Konkurrenz und seine Position sprechen gegen einen Transfer. Die Stürmersuche an der Säbener Straße dürfte daher noch eine Weile dauern. Was meint ihr? Würdet ihr Rashford gerne in München sehen? Oder wer ist euer Kandidat für die langfristige Nachfolge von Levi? Schreibt es uns in die Kommentare und lasst dem Video ein Like da, wenn es euch gefallen hat.